Da liegt eine Karte übrigens auf dem. Er ist nicht meine. Okay, auf jeden Fall. Ey, das ist so doof. Das hättest du doch. Das hättest du doch. Wenn du da wärst. Oh mein Gott. Wenn du da wärst. Dann hättest du jetzt gesagt, oh, das ist meine. Das ist meine. Sehr gut. Das ist mir leid. Nee, ich bin voll. Kannst du eigentlich schon gehen jetzt? Okay, das war so gut. Weil ich hab sie ja extra vorher. Ich mach sie in mein Täschchen rein. Ich hätte das so perfekt nehmen können. Aber ist eigentlich egal, weil ich eh der Flapp bin, von daher. Alles klar. Das ist gut. Deine Augen sind von der Abstimmung. Ja, ich hab sehr frische Augen. Frische Augen. Dani, so wie du reagiert hast gerade. Ich wollte diese Runde mal ruhig sein. Das war ein Spaß. Ich kann nicht mehr. Okay, ich bin bereit zu voten. Ich bin auch bereit zu voten. 2, 3. Zeigt ihr alle, wer zeigt gar nicht auf Donny, oder? Ich sehe das nicht. Zeigt ihr alle auf Donny, oder was? Alles klar. Ihr seid einfach echt Idioten. Ja, naja, kannst du auch nicht, es tut mir leid. Sorry. Warum musst du das nur lustig? Aber ist es nicht lustig für mich? Aber ja. Gut. Tut mir leid, Mann. Ich hoffe, er will nicht neugierig hier. Scheiße, geh mal hier rum raus jetzt hier. Scheiße hier. Oh, wenn er jetzt ein Wolf ist, gut. Ist so hoffentlich der Wolf. Oh, so dann gucken wir doch mal, was Donny war. Nein! Ich wusste gar nichts an dem. Ich bin einfach ehrlich und bin ein guter Mitbürger gewesen. Hey, war nicht meine Karte. Ganz ehrlich, Donny, ohne Scheiß, du bist zwar rausgeflogen, aber du hast eine Menge gewonnen. Ja. Die Hexe kann noch jemanden retten. Und die Hexe kann aber auch noch jemanden töten. Die Hexe hat sich entschieden und das ganze Dorf wacht wieder auf. Und Sebastian muss die Antwort geben. Aber oh, schade, dass der nicht hier ist. Oh, das wäre das Geilste. Sebastian, aber. Okay. Und? Ja! Okay, Donny hat beim Nerdquiz irgendwo auf den Knopf gedrückt. Oder was? Ja, Donny hat auf den Knopf gedrückt. Okay, dann gucken wir doch mal. War Katjana gut oder böse? Aha. Sie war ein Wolf. Das ist ja geil. Okay. Gut gemacht. Was? Also, und jetzt kommen die Diskussionen. Ja. Okay, die Hexe hat die richtige Person gerettet und die böse. Aber die Hexe kann ja gar nichts gewusst haben. Das war einfach random. Das war einfach random. Oder das. Gemerkt, okay, aber trotzdem war die Beschuldigung random. Vielleicht eine Hexe mit extrem guter Menschenkenntnis. Ey, mal kurz eine Regel sagen. Darf die Hexe. Das kann darf die Hexe sich selber retten? Ja. Ach so. Ja? Okay. Moment. Also, ärgerlich, ne? Ja, das wollte gerade sagen. Ja, das ist mega ärgerlich. Ja. Ach ja, wir schlafen ein. Hey Leute, ich werde vermutlich jetzt zerfleischt. Nein. Aber ihr seid tolle Kumpels. Ich bin auch auf deiner Seite. Okay, ich sag schon mal tschüss. Ich sag auch nur, ich habe extra gesagt, achtet drauf, wer wen ich beschuldigt habe und wer. Egal, ich muss jetzt sterben. Ja, es ist zu spät, wir müssen ihr schlafen. Schlaft jetzt erstmal alle ein. Und die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Ich spüre so ein Messer in meinem Rücken. Nein, nein. Noch nicht. Und die Werwölfe schlafen wieder ein. Das ganze Dorf erwacht. Oh, ich bin so dumm. Tschüss. Hey, aber ich fühle mich auch als Gewinner. Ihr macht das jetzt ohne mich, okay? Ja, wir schaffen das. So, tschüss. Und als erstes erwacht Amor. Und Amor entscheidet sich für zwei, die ineinander verliebt sind. Alles klar? Und Amor hat seine Entscheidung getroffen. Und Amors lustiger Gehilfe läuft einmal in die Runde und tippt zwei Leute an, die sich unsterblich ineinander verlieben. Und diese Leute, die wachen
ganz kurz einmal auf, öffnen ihre Augen und blicken sich verliebt an. Können sich doch ein bisschen länger verliebt angucken, weil es so schön war. Alles klar, jetzt reicht's auch. Jetzt wird's langsam ein bisschen ekelhaft. Ich habe eine neue Taktik, soll ich euch sagen? Ja, ja. Bitte. Als also, Wolf jetzt, oder was? Als Dörfler. Ach so. Und zwar habe ich einfach die ganze Nacht über Grimassen geschnitten. Richtig dumme, in der Hoffnung, dass der ein oder andere Wolf lachen muss. Ja, fantastisch. Das ist ja fantastisch. Hat noch nicht geklappt, keiner hat gelacht. Aber ich werde mir für die nächsten Nächte noch ein paar gute Grimassen überlegen. Das macht's schwer für die Wölfe. Hast du die Wölfe aber angeguckt? Nee, ich weiß ja nicht, was ich habe aber so rumgeguckt okay, und so. Ja. Hab schon derbe abgespackt, aber ich habe nichts gehört, leider. Also offensichtlich sind die Wölfe sehr humorlos. Das ist gar schon ist mal das Tipp. Eigentlich deine Karte wieder? Nee. Meine Karte, mein Freund, habe ich hier hinten. Habe ich Marco auch gesagt. Das ist mein Anwalt, Marco. Ich bin Anwalt. Also, hat so, jemand in der Nacht was Verdächtiges mitbekommen? Irgendwie hat die ganze Zeit Grimassen gemacht. Also, hast du es gesehen? Nein, gehört habe ich. Egal, ob du Wolf bist oder nicht, dein brennender Körper schenkt mir Freude. Das ist zum Beispiel ein Satz für T-Shirts, weißt du? Gibt es eigentlich schon Werbung auf T-Shirts? Dein brennender Körper schenkt mir Freude. So, es ist wieder mal Nacht. Ich spüre auch tatsächlich ein kühles Lüftchen, also es ist eine etwas kühlere Nacht. Das ist den Werwölfen aber völlig egal, denn sie haben schon wieder Hunger. Sie öffnen ihre Augen, ihre kleinen, roten, fiesen Augen. Und wer soll es diesmal sein? Moment, muss man... Todesstock, kurz. Als nächstes erwacht. Also ich muss jetzt dazu sagen, Eddie, also die Werwölfe schlafen jetzt. Ja, aber wenn ich auch weiß, wer die Hexe ist... Achso, okay, gut, verstehe. Gut. Ja, du. Nächstes erwacht der Seher. Mhm. Ja. Mach noch mal ein paar. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Mhm. Okay. Es wird eine sehr interessante Runde Werwolf, weil offensichtlich kein Werwolf da ist, der die... das ja. Stimmt. Gut, Regie, kann mal jemand die Leiche rauszehren? Okay. Oh, das fing jetzt ein bisschen... Antiklimatisch. Okay, ich versuch's nochmal irgendwie. Du bist tot. Okay. Regie, können wir mal schnell einen Werwolf rüberschicken? Wir haben bestimmt noch einen Werwolf. Was mit Fabian gerade? Kann man den nicht nochmal holen? Ich bin ein Dörfler und auf der Suche nach der Wahrheit. Wow. Das hatte was von Schwiegertochter gesucht. Sehr gut. Ohne erstaunlich. Der Mutige, auch wenn es mich mehr belastet, hier glaube ich. Du bist auf der Suche nach der Wahrheit, Max. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe könnte diese Person hier retten. Sie haben entscheiden, ob sie weiterleben soll. Und die Hexe könnte natürlich auch noch jemanden töten. Die Hexe hat sich entschieden und vielleicht doch noch nicht ganz entschieden. Okay, jetzt hat sich die Hexe entschieden und schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht Hexe. Und Hexe... guckt, ob Person gerettet werden sollte oder nicht. Wird Person gerettet oder nicht? Wir gucken später mal drauf. Soll auch eine Person getötet werden? Nein. Oh, was? Habe ich vielleicht schon verraten jetzt? Ne? Macht nichts. Gut. Das ganze Dorf erwacht.
wäre das für ein Rasputin? Wie viele? Es gibt noch zwei Wölfe. Ja. Und. Nicht. Zwei noch. Zwei, ne? Zwei noch? Gar keine mehr? Okay. Und grabbt Fabian Käufer, der sein Telefon nicht mit ins Jenseits nimmt. Das liegt jetzt hier noch auf dem Sofa. Ist doch egal. Aber ist ihm wohl egal. Gibt eh keinen 5G im Himmel. Achso, okay. Was denn? Kein 5G im Himmel. Platz hier plötzlich. Nein! Hä? Nein! Ah! Der Wolf. Du musst aufpassen, Wolfi. Lebe. Einfach random irgendwelche Leute. Vielen Dank. Hä? Als erstes erwacht Amor. Ich gehe mal hier nach vorne, dann mache ich mal eine Runde und Amor darf mal entscheiden, wer ist denn verliebt? Und Amor, das bin in dem Fall ich. Ich stehe auch blöd hier, ne? Nur schön hier. Na gut, ihr seht gar nichts, aber ich weiß es ja. So, Amor geht jetzt einmal rum und tippt die Leute an, die machen mal die Augen auf. So, hat jemand was gespürt? Gut, dann erwachen erstmal die Werwölfe. Und die Werwölfe Hamburg auf Essen. Und die Werwölfe, ja, die müssen sich jetzt mal entscheiden. Die können nämlich, haben nur einen Werwolf-Koch dabei. Der kann aber richtig was Gutes was zubereiten heute Nacht. Der will ganz was Feines. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht. Offenbar ist die Fleischtheke gefüllt mit leckeren Filets. Sag mal, es wird sich ja wohl noch mal für ein Stückchen Fleisch. Wo ist denn das Problem jetzt? Na siehste, da haben sie sich ja doch nochmal entschieden und schlafen wieder ein. Der Werwolf wacht auf, holt ihn weg und umarmt euch. Wo ist denn der Wolf jetzt? Komm, schnapp ihn dir. Wachen wir auf. Und das Liebespaar umarmt sich freudig. Danke. Endlich können wir Liebe machen. Wir werden dieses Dorf alleine neu bevölkern. Yeah. Ja, die Liebe siegt. Wenn du nicht das Liebespaar, die Liebe siegt. Dann ist doch klar, wer das Liebespaar ist. Wir müssen einmal gucken, was ist gerade passiert. Was passiert ist, ist, du kannst es einmal erklären. Ein hinterhältiges Schwein ist. Ach, Nils ist ein hinterhältiges Schwein. Ja. Schwein. Das haben wir auch. Ich habe gesehen, wie er geblinzelt hat. Ich habe gesehen, wie er geblinzelt hat. Ja. Und ich habe, du hast auch gesagt. Der Grund, warum ich erwischt wurde, ist, weil ich zwei Wölfe davon überzeugen musste, dass ich gesehen habe, wie er blinzelt. Ich habe es gesehen und ich habe fünfmal gesagt, nein. Blinzel, er! Und Nils, nein, wir nehmen Walle, der mit der Mütze so da sitzt! Ich so, nein, der hat geblinzelt, ich hab's doch gesehen! Aber Nils hat auch gesagt, der hat geblinzelt! Ja, wir konnten nicht mit Walle Mütze im Gesicht hatten! Machen, ihr habt beide gesagt, die haben geblinzelt! Er hat die Mütze gesehen, er hat den scheiß Bayernhut! So, wie soll er blinzeln? Ich hab es gesehen, die Augen waren offen, sie haben mich angestrahlt die ganze Zeit! Ich saß da, eine Stunde lang hab ich geguckt, wie er geblinzelt hat! Und du musst. Weil du verliebt bist in Florentin! Ja. Du hättest nur mit mir gewinnen können, aber du wolltest lieber als Liebespaar gewinnen!
Nein, du hättest ein Florentin mit Simon gewinnen können und hast dich auch entschieden. Nein, wenn Florentin stirbt, wenn Florentin stirbt, gehe ich ja mit down. Und du, weißt du was? Dann hätten die Wölfe gewonnen. Du regst dich auch gewonnen. Nein, du regst dich drüber auf, aber du hättest ja auch auf die Idee kommen können, wenn Nils Florentin auf keinen Fall töten möchte. Ich hab dir vertraut. Ja, vielleicht bin ich ja durch die Liebe gezwungen. Du hättest doch selber, weil ich dich vertraut habe, wie dumm ich bin. Nein, du hast einfach nur gedacht, dass wir Liebende sein können. Das stimmt, da habe ich dich angedacht. Aber du hast, als wir hier diskutiert haben als Werwölfe, eine halbe Stunde gefühlt, du hast gesagt, nein, Blinzel, der hat geblinzelt. Ja, und dann habe ich gedacht, so, okay. Ja, natürlich, Valiens, ich muss euch daran hindern, dass ihr Florentin killt. Weil ich will, glaubst du, ich töte mich doch nicht selber. Hast du mich getötet, weil er es gemerkt hat, wie ich hier rumgefuchtelt habe. Ja, aber ich finde es auch krass, dass du zweimal schon Wolf warst und so, das ist alles so. Hat mir nichts gebracht, weil ich zweimal von meinen Wölfen in den Stich gelassen wurde. Und zweimal war Nils auch Wolf übrigens. Zufall? Gut. Nee, nicht Zufall. Du wusstest ja nicht, wer Wolf ist, ne? Oder warst du das? Also ich hatte Eddie und dann später habe ich dich auch gesehen, dachte mir, ich bin safe, ich werde nicht sterben. Liebespartner ist Werwolf. Und dann dachte ich, möglichst viele Bürger raushauen, bevor noch der letzte Wolf fällt. Florentin auf jeden Fall. Kai, also vom Blinzeln hat er einfach geguckt. Und dann ja, irgendwann habe ich geguckt, weil ich wusste, er würde mich nicht töten. Dann kann ich einfach. Stimmt. Florentin, ich habe mich noch einmal angeguckt, wo ich denke, okay, was für ein Move. Ich habe das nicht gesehen, weil ich konnte mich nicht nach da drehen. Weil Florentin hat die ganze Zeit einfach richtig normal geguckt. So hat er gemacht. Nein, stimmt nicht. Wir haben uns doch einmal komplett angeguckt, wo ich dachte, okay, was macht der denn da gerade? Ich konnte dich nicht verifizieren, weil ich konnte nicht nach rechts gucken. Weil das ist ja auch nicht deine Schuld. Ja. Ich habe ihm ja dann auch geglaubt. Aber ich habe dich in der ersten Runde verloren, Eddie. Ich verstehe nicht. Ich habe das nicht gecheckt mit diesem Armor-Ding. Und ich habe nicht verstanden, warum Nils mir nicht vertraut, weil ich wusste ja, was ich gesehen habe. Und dann hast du... Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der irgendwie ein bisschen leicht. Irgendwie, vielleicht hat er so einen Nervous Breakdown oder so einen Schlaganfall oder die Augen zittern. Und dann habe ich noch mal so geguckt, das war zu lange da, und dann hat er wirklich die ganze Zeit so gemacht. Wenn du mir vertraut hättest und wenn du... Deshalb habe ich ja deinen Vorschlag genommen. Wenn du gecheckt hättest, dass ich Florentin nicht wählen kann, dann wären wir zu viert gewesen. Hä? Ja, weil Florentin kann... Du hättest doch uns trotzdem dann bekommen. Warum? Ich hab doch deinen Vorschlag genommen, ich hab dir doch vertraut. Du hast auf alle gezeigt und dann hab ich auch... Ja, aber wer sagt denn dann nein? Und ich war so, Leute, ich kann nicht nach rechts gucken, könnt ihr bitte klären? Ich kann nicht gucken. Aber und dann das Geile war auch bei Gunnar. Gunnar, ich zeig auf Florentin und Gunnar so, zeig doch auf und ich so, nein. Und dann geht er auf Simon und ich so, what the fuck, ganz außen. Jan, hallo, wie geht's dir? Mir geht's nicht gut. Ich bin heute um 7 aufgestanden und wollte die Kinder in den Kindergarten bringen. Aber es ist Brückentag, Kindergarten dazu. Ich musste mit meinen eigenen Kindern rumhängen, war nicht schön. Und natürlich, wenn der Wolf eine Schachfigur wäre, ja? Ja. Wie würde der sich dann bewegen können? Wie bewegt sich so ein Wolf? Eigentlich schnell geradeaus, ne? Ist so wie Turm und Springer kombiniert, weil Wölfe können sehr hoch springen auch. Würdest du sagen, das wäre so ein gutes DLC für Schach? Nee, ich finde, man sollte alles so lassen. Also nichts Neues mehr lernen muss. Ich bin auch nicht mal der Jüngste. Ja, finde ich richtig. Finde ich auch so. Ja. Mein Trick ist es übrigens, Jan, das interessiert dich bestimmt. Ja. Ich wackel die ganze Zeit. Hey, Florentin, misch mal so, dass ich es immer sehen kann. Ich rasche immer. Ja, so, dass wenn ich Wolf bin und mich bewege, wenn einer sagt, der hat gewackelt, dann sage ich, aber ich wackel ja immer. Du bist so wie der Hulk, der immer wütend ist. Das kommt noch dazu. Ja. Was aber nicht stimmt. Also, jetzt nichts damit zu tun. Vielleicht hat irgendeiner von euch was Falsches gegessen in der letzten Nacht. Irgendjemand. Irgendeiner von euch hat so leichte Magenschmerzen und so ein bisschen so ein Schwitzen und so, also auch so ein leichtes Bluten aus den Augen, Jan. Du fühlst dich. Was das bedeutet? Nicht krank? Du, dir geht's gar nicht gut. Dir geht's gar nicht gut. Du blutest. Du fühlst dich schlecht. Der Blutdruck geht hoch. Ich habe noch eine Regelfrage, bevor ich sterbe. Ja. Du bist ja eben Seher und Hexe durchgegangen. Würdest du das auch machen, wenn die nicht mehr... Ja, das würde ich tun. Okay. Ja, das ist voll los. Ja. Mir geht's immer schlechter. Ja, es dauert, es ist qualvoll. Aber ja, du bist tot. Warum? Ja, das ist gut. Das hat dich vergiftet. Als nächstes erfüllt die Kraft der Liebe einen von euch. Die Kraft Amors. Ihr seid der Avatar von Amor geworden und erwacht in der Nacht, um Liebe zu verstreuen, um Pfeile zu verschicken.
Mhm. Die Liebenden werden nun angetickt von Amors Pfeil. Entschuldigung, das war... Das war sehr schlecht. Neuballen? Sag doch einfach die Namen rein. Ich kam da nicht so ganz ran. Sollen wir halt nochmal machen? Ja, Mann, ja, Moment, lass mich doch kurz auslachen. Mann, Janina, also ernsthaft. Okay. Amor hat sich verschossen. Die Liebe ist verflogen. Niemand ist mehr verliebt. Ja. Eine Frage noch, wenn man als Seher dich fragt, ob jemand ein Werwolf ist, was ist dann das Zeichen für Mensch oder Werwolf? Naja, also es ist sehr einfach. Ja. Mensch ist okay. Unschuldiger Mensch. Mhm. Werwolf ist ja, ja. Also die Clown und ja, so ein bisschen das böse. Das ist unkomplizierter als einfach nicken. Ja, nein, aber was ist nicken? Nicken, ja, ist ein Werwolf oder ja, ist ein Mensch? Na, es kann auch sein, ja, ist ein Mensch. Und dann hast du es vergessen, weil es ist jetzt ja, ist ein Mensch. Also ich finde da Gesten immer sehr, sehr simpel. Sehr gut, auf jeden Fall. So, oder ich kann auch Daumen hoch, ja, ey, ist ein Werwolf. Oder, also ist schwierig. Ich finde, na gut. Weiß jeder was, also sehr hässlicher Mensch oder eben, also eigentlich denkt man, versteht man das, sehr schöner Werwolf. Was ich auf jeden Fall wieder sagen kann, und eben war Gunnar Wolf und er ist gerade wieder auf fertig ruhig. Aber was soll ich denn machen? Wer mich als erstes verdächtigt, den schieße ich schön ins Gesicht. Bist du der Jäger? Bist du das sag ich dir. Also willst du mich verdächtigen? Also bist du der Jäger? Willst du mich verdächtigen? Aber ich finde... Ja, ich verdächtige dich auf jeden Fall. Also für mich ist Gunnar wieder... Allein um politisch zu werden, könnten wir jetzt sagen, sind wir mit der Politik von Gunnar. Du, ich kann dir auch ins Gesicht schießen. Das ist doch mal ein politischer Inhalt. Mit der Politik von Gunnar. Ich schieße dir ins Gesicht, wenn du es nicht. Das hat er schon ein paar Mal gesagt, nie hast du es gemacht. So. Ja, dann wohnen wir mal für mich. Und dann gehen wir mal schön gleich nach bist oben. Bist du dir sicher, dass du, das mal bist du dir ganz der sicher, dass du der Jäger bist? Hm. Bist du dir sicher, dass du der Jäger bist? Du. Wenn du mir sagst, ich als einfachen Bauern. Ich schieß dir ins Gesicht. Das ist einfach der aggressivste Bürgermeister. Für dich nochmal wählen. Ich finde aber frisch und ehrliche Politik. Wenn ich zwei Kugeln hätte, ich würde dir zweimal ins Gesicht. So, und okay. Wie willst du jetzt mich überzeugen? Jetzt wird's schwer. Ich weiß nicht, ob Gunnar das gerade besser macht. Nee, Gunnar macht's scheiße. Mach's besser. Wer will mich denn noch verdächtigen? Also ich bin du gerne? Immer noch, ja? Alles klar. Dann stirbst du auf jeden Fall. Ja, dann mach das doch. Ja, du kannst nicht alle töten. Herr Gunnar fliegt schon so Matrix-Move. Gibt es ein Plädoyer gegen irgendjemanden? Das sind jetzt alles so wilde Anschuldigungen, die in irgendwelche Richtungen haben. Naja, es ist ja offensichtlich, dass ich ein Gewehr habe und welche Rolle ich verkörper. Ja, aber das kann doch nicht. Das kann einfach jeder sagen. Ja, aber wer sagt, ich könnte auch sagen, ich bin Jäger. Hat jemand von euch ein Gewehr im Schrank? Ich bin einfach gewillt, es auszuprobieren. Hat jemand noch ein Gewehr im Schrank? Wollen wir es einfach ausprobieren, ob Gunnar jetzt schießt? Ich glaube auch. Ja? Wem schieße ich denn jetzt ins Gesicht? Ja, Marco. Nimm Marco. Nein, bitte Marco. Was war das für ein Move? Bist du bescheuert? Hat er eine Wumme? Jetzt warten wir erstmal ab, ob du überhaupt schießt. Danke. Jetzt gibst du Bertel das Ding. Ja, ich glaube, jemand ist der Einzige, dem ich, glaube ich, vertraue gerade. Der hat die ganze Zeit bist du jetzt wirklich Jäger der Knallina? Nein, Gunnar. Er wollte dich letzte Runde noch hängen, ne? Aber ich glaube ihm. Ja, bist du jetzt Jäger bei der Knallina? Ja, ich glaube, du bist der Dümmste. Schieß daneben. Nein, ich schieß dich ab. Hallo, was soll das denn jetzt? Mir auch. Leute, wirklich, ehrlich, es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei. Sag mal, ernsthaft, bist du ein Wolf? Nein. Oh, okay. Ja, Jesus. Ja, sorry. Ich musste lachen. So schlecht. Das ist der Spielleiter. Wow. Glaubst nicht. Aber jetzt mal ohne Spaß. Das ist wirklich nein. Rum. Wenn ihr mich jetzt rauswählt, ist es vorbei. Nein. Also weiß ich jetzt ehrlich. Auch nicht. 2-1. Naja, sorry. Also, ich bin gut, der zeigt jetzt auf Peter. Alle. inklusive. Ich würde sagen... Ja, Peter, das hast, war du, eine sehr, das hast du sehr gut gemacht. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das war's. Danke euch. War Peter der Wolf? Peterchen und der Wolf ist ein sehr bekanntes Musical. Wir kennen es vielleicht. Wir spielen es heute nach. Nein! Warum? Hä? Nein, Peter war nicht nein! der Wolf. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, kann ich jetzt einmal mal die Wölfe fragen, wen fresst ihr in der nächsten Runde? Ich wusste es. Entschuldigung. Wen fressen die Wölfe? Esther. Esther wird in der nächsten Runde gefressen. Du Arsch! Fuck, Alter, dich hatte ich nicht. Also bei den beiden, ich hätte gedacht, die beiden sind es noch. Du, Asi. Lass uns mal einen ganz guten Pack gerade. Du bist doch Bewohner. Ja.
Aber könnt mir vertrauen. Ich fand es so lustig, wie unfassbar verdächtig Peter war. Es er war es überhaupt ja nur mehr, Alter. Was habe ich ja noch nie gesehen? Was für Wunder kann man denn sagen? Ja, das war so verdächtig. Also hat denn hier jemand ein Gewehr im Schrank? Oh nein. Also, da fahren jetzt. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe stets und ständig meine Flinte im Anschlag. Also wenn ich schlafe, dann mit Johanna. Was? Das, das, Moment. Das ist die gibt's ja. Nee, das sag ich. Du kennst Johanna? Weird. Mit Uke. Lasst uns mal anstrengen und auch mal gewinnen. Es gibt verschiedene Gründe. Das ist so. Das ist so verdächtig. Oder ich vote ihn. Leute, lass alles, was ich sage, kann doch nicht verdächtig sein. Lass uns was ganze Zeit und ruhig und sagst du. Lasst uns jetzt alle mal. Okay, sorry. Ihr müsst doch mal aus der letzten Runde gelernt haben. Worauf wir gewartet haben, Leute. Eine Runde. Und ich frage ihn, bist du Werwolf? Und er sagt, ich hoffe nicht. Werwolf, vergessen ja am nächsten Tag, was sie in der Nacht gemacht haben. Ich bin unschuldig, denn in mir steckt die Kraft der Liebe. Alter, sorry, Alter. Wir haben einen. Fertig. Stark. Nee, aber ich bin auch kein Wolf. Ja, ich schieß Werwölfen gerne ins Gesicht. Ich bin unschuldig. Oh nee. Aber ehrlich, also so war er eben schon, ne? Warte, nicht zu fast. Jetzt so viel. Amor ist wach und bestimmt zwei Liebende, die mit einem Pfeil durch ihr Herzen gestochen werden. Diese sogenannten Liebenden öffnen nun die Augen, damit sie sich einmal in die Augen schauen können. Sie öffnen die Augen, damit sie sich in die Augen schauen können. Nein, Entschuldigung, Amor ist natürlich jetzt nicht mehr, hat nicht mehr die Augen auf. Aber ist egal, weil Amor. Amor kann gucken eigentlich. Amor kann natürlich gern zugucken, aber natürlich wissen jetzt die anderen nicht, wer jetzt Amor ist und wer die Liebende sind. Es ist jetzt nicht so Polyamor, ja? Also, Amor, nur Amor. Okay, Amor macht die Augen nochmal wieder zu. Meine Güte. Und nur die Liebenden haben jetzt die Augen auf. Nein, nein, wir haben das schon richtig verstanden. Ja, ja, okay, also ich erkläre es nochmal. Wenn ich sage, Amor öffnet die Augen und bestimmt die Liebenden, dann öffnet Amor die Augen und bestimmt die beiden Personen, die sich verlieben. Danach verlässt Amor quasi den Körper des Dorfbewohners und er schließt die Augen und nur die beiden Verliebten behalten die Augen offen, damit sie sich gegenseitig erkennen können. Amor hat mit dieser Beziehung nichts zu tun. Super, sehr. Aber Verliebten wissen jetzt ja auch, dass Amor ein guter ist. Wenn die Verliebten wissen, wer Amor ist, ist doch scheiße. Jetzt, da die Verliebten wissen, wer Amor ist, wissen sie, dass er kein Wolf ist. Wollen wir da nochmal neu mischeln? Nö. Nee, dann machen wir nicht. Ich denke, dass. Es versendet sich einfach. Oder hat irgendjemand Einwand und möchte neu spielen, weil er eh wieder auf gar keinen Fall ist? Nein, alles klar. Killen wir eh. So. Nein, das Regie ist völlig falsch, was du sagst. Wir haben das Problem. Wir haben das Problem schon erkannt hier und gebanished. Als nächstes erwacht der Seher. Der Spielleiter ist verwirrt.
Was ist hier los? Egal. Als nächstes erwacht halt der Seher. Was? Wie viel? Nochmal? Ja, der Seher ist noch nicht so richtig erwacht gewesen. Jetzt ist er richtig erwacht. Aber ich möchte kurz wissen, was da passiert ist, wieso du Amor und der Seher warst. Du hast meinen Fuß getroffen mit diesem Stock und ich dachte, ich wäre ein Verliebter. Wer war denn Amor? Ich war Amor-Unke. Wieso hast du denn die Augen aber nicht aufgemacht? Hab ich gemacht. Ich hab dir doch gezeigt, wer die Verliebten waren. Okay. Blöd. Und wieso hattest du dann die Augen auf? Weil mein Fuß mit diesem Stock gehauen wurde und ich dachte, ich hab dich nicht gehauen. Ach so, Alter, und deswegen wusste ich meinen Schuh getroffen. Ich hab dich doch nicht gehauen. Ach, dann später hab ich, als ich hier gegen gehauen hab. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich hab das selber nicht richtig verstanden. Und Maxi hat mir immer gesagt, nein, Peter ist Amor. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Du bist einfach, ich war Amor. Ach so, ich dachte die ganze Zeit so, hä, wieso? Er war halt auch Augen. Ich saß halt hier und dann berührt es meinen Fuß und dann hab ich erst gesagt, ja, wahrscheinlich. Dann hat sich das Mysterium geklärt, weil ich war völlig verwirrt. Also ich bin immer Fan davon, auch alle Argumente zuzulassen, und, aber ey, was soll ich gegen sowas vorbringen? Ja. Also wie soll ich mich jetzt dagegen verteidigen, wenn du wenigstens also das ist halt, das kann ja jeder sagen, und soll ich jetzt sagen, nee, ich hab mich nicht bewegt oder was? Also das ist ja Quatsch. Also das, wenn du mich so anklagst, was soll ich sagen? Was hast du dich denn bewegt? Was war das für eine Art von Bewegung? Ich habe mich nicht mal wissentlich bewegt. Ich habe normalerweise, wenn die Nacht einbricht, sitze ich nix, so. Ne? Mhm. Ja, ja. Nils, aber du hast, weißt du, was es ist? Raschelige Zeug da. Nils, ja, okay. Weißt du, was es ist? Das ist der Aal, der sich windet. Ja. Ich krieg hier ein Signal. Das Funkloch, es ist beendet. Pink Panther? Mhm. Etienne. Stark. Du guckst mich auch schon die ganze Zeit an und versuchst irgendwas aus mir rauszunehmen. Ja, ja. Ich sitze dir zu entspannt. Und ja. Das ist so, ja, ja, es ist so. Es ist diese Entspanntheit. Gut. Ich will nur sagen, dass niemand auf mich gehört hat. Wirklich niemand. Ja, was meinst du? Mit Etienne. Auf Ede zu zeigen. Also, ich zeige seit mehreren Runden auf Etienne. Ja, aber mit deiner Antenne. Du lieferst ja keine Argumente. Aber die Antenne. Du musst ja wohl Argument genug sein. Also, ehrlich gesagt, der Witz, Eddie, komm jetzt nicht mit. Du bist aber verdächtig. Nee, pass mal auf, wenn ich jetzt rausfliege, freue ich mich ein Stück, weil dann bist du echt der Obertrottel hier. Weil du dann mit der Antenne da rumgefuchtelt hast. Und dann ist das eigentlich für mich eine ganz gute Entschädigung. Also vielleicht bin ich deshalb so entspannt. Ja, Moment, aber da hast du ja auch nichts von, wenn ihr verliert, weil er blöd war. Also naja, aber ich kann dann nach dem Spiel ins Forum gehen und sagen, naja, der Krane. Ja, mega geil. Also deswegen, ach so, sind wir zwei safe, ihr drei seid safe, die Wölfe. Ihr habt jetzt Lüde genommen, damit der Verdacht auf Ede geht. Kraner hat gerade mit seiner Antenne sowieso die Frage Richtung ist, Ede. Matthias, wie gewinnen wir das noch? Ich wollte gerade sagen, Moment, das wird schwierig. Das ist ganz kurz, das ekelt mich wirklich an, wie ihr hier spielt, unschuldig zu sein. Ja, ja, das finde ich auch wirklich schön. Ab, also wirklich, ihr drei, ihr drei. Was sagt deine Antenne jetzt? Drei. Was sagt sie meine jetzt? Antenne sagt, sagt immer noch drei, seid Werwölfe. Und das können wir ganz kurz abschließen. Also wir sind uns alle einig, dass Florentin Werwolf ist. Ihr drei seid Werwölfe und unter den Werwölfen gibt es ein Liebespaar. Ja, aber und deswegen beschützt ihr euch alle gegenseitig. Und warum also, schließt du Walle aus? Das würde mich auch. Ja, warum schließt du Walle aus? Also ich find's ganz nett. Glaube ich, aber warum? Welches? Meine Antenne sagt mir das. Ach ja, okay, die Antenne. Okay. Nee, so, aber ganz kurz. Ede und ich sagen, wir sind zwei safe, ihr drei seid. Du sagst, ihr zwei seid safe und wir drei sind's. Das heißt, wir vier sagen, Florentin ist ein Wolf. Krane, ey. Nein. Aber Florentin, aber hör auf mit der Scheiße, Mann. Wir kennen uns jetzt wirklich schon lange. Ich kann dich null einschätzen, weil du einfach, sorry, die ganze Zeit nur dumme Scheiße erzählst. Die sich logisch in keinen Gesamtkonstrukt einbauen. Aber er hat die Antenne in der Hand. Ja, dann lass mal los. Lass doch mal die Antenne jetzt los. Das ist wie so ein Aluhut. Also für mich ist es jetzt zwischen Walle und Krane. Es ist diese fucking Antenne. Und die sagt mir, es ist Ede. Ja, nicht sogar schon Schotten. Aber die Antenne zeigt doch auch auf. Nein, die zeigt auf Ede. Also, ich habe die Geschichte auch nur von meinem großen Bruder gehört. Der war letztes Jahr schon hier im Camp dabei und der meinte, dass vor langer, langer Zeit, also der hat es schon von seinem großen Bruder gehört damals, dass hier vor langer, langer Zeit mal der Bademeister im See ertrunken ist. Oh Gott. Und der war eigentlich der beste Schwimmer von allem. Der war aus der Oberstufe. Da war ich schwimmen im See. Ja, ich glaube, wir waren alle schon im See schwimmen. Aber angeblich heißt es, er wurde unter Wasser gezogen. Es gibt nur eine Person, die hat es beobachtet. Die stand am Wasserrand und die hat gesagt, er wurde unter Wasser gezogen. Aber die Person, die einzige Person, die das gesehen hat, die wurde danach von der Schule geschmissen und war nie wieder gesehen. Und seitdem
wenn eine Person im See unter Wasser gezogen wurde und gestorben ist, passieren hier komische Dinge. Und jetzt war ich letztens noch mal drüben im Essenssaal. Und da gibt's ja diese Kellerklappe, diese Klappe im Boden. Und da habe ich mal runtergeguckt. Und dann habe ich so ein bisschen in die Treppe runtergegangen bin mit so einer Kerze. Und dann habe ich da ganz viele so dicke schwarze Haare gesehen. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Eine Katze, ich mein, oder irgendein Hund? Das war viel zu dick für eine Katze. Petra, das war irgendwie was ganz anderes. Petra hat auch dicke schwarze Haare. Ja, aber das war irgendwie zu dick. Ich weiß nicht. Aber falls euch irgendwas heute Abend Merkwürdiges auffällt, wir sagen das sofort, okay? Wir sind ein Camp, wir sind ein Team, okay? Und wir reden über Sachen. Wenn euch irgendwas auffällt, wir kommen zusammen, zusammen sind wir stark. Wir schicken auch niemanden nach Hause. Vielleicht müssen wir jemanden nach Hause schicken, aber so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Okay? Aber Team Deutschland. Können wir das mal vorher abklären, was das für komische Werwölfe sind? Also die sind den ganzen Monat im Wasser? Ja, das weißt du ja natürlich nicht. Und dann verwandeln die sich und dann kommen sie aber raus? Du weißt es aber nicht. Und rufen die Eltern an? Ja, aber sehr effizient sind sie anscheinend nicht. Also wir hätten uns absprechen sollen vorher mit den Geschichten. Das hat dann im Wasser kommen, fand ich auch ein bisschen... Wie kommen sie dann jetzt... Hör jetzt auf! Das ist diese Kantine und da ist diese Klappe. Hör jetzt mal auf. In dieser Klappe ist... Wir spielen hier nur eine Runde, oder was? Nein, in der Klappe ist Petra. Da ist Petra in der Klappe. Petra. Gut. Weiß es doch auch nicht. Nachtruhe. Was? Klappe halten. Oh. Ihr müsst jetzt ins Bett. Morgen früh geht's wieder weiter. 6 Uhr. Ich bin noch ganz Camp aufräumen. Klappe halten. Oh. Nacht. Und in der Nacht im Camp steigt aus dem Fluss, wie aus dem See war es, glaube ich, wie Florentin tatsächlich richtig entdeckt hat, steigt eine ekelhafte Kreatur hervor. 3 ekelhafte Kreaturen sogar. Und öffnen ihre Augen. Schütteln sich ein wenig, machen das Wasser ab. Das ist auch eklig immer hier im See, denken die Werwölfe sich. Und haben natürlich neben unfassbar Bock auf Luft auch unfassbar Bock auf Essen. Und sie entscheiden sich dann für eine Person, die vielleicht ein gutes Mahl darstellen würde. Alles klar, und die Werwölfe legen sich einfach jetzt zu den anderen Campbewohnern. Naja, das ist ein bisschen seltsam, weil die sind ja aus dem Fluss gekommen, aber sie schlüpfen in die Rolle, die sind einfach als Geister in die Campbewohner gedrungen jetzt und leben in denen weiter. So, machen wir das einfach mal so. Und hier haben wir die Hexe. Die Hexe wird dargestellt scheinbar von einem... Schwiegermutter. Von einem Raben. Warum? Tough Crowd. Und der Seher. Ich habe gelacht. Ich weiß. Nee, Schwiegermutter. Wir sind jetzt auch in den 80er Jahren. Also man kann wieder diese alten 80er Jahre Schiffe machen. Das ist ganz gut. Falls jemand irgendwo auf so einer Bananenschale ausrutschen möchte, das können wir auch gerne nochmal hier einrichten. Das ist ganz gut für die Stimmung. Also 80er Jahre Jokes gehen? Ja. Okay. Ja. Sicher, sicher, sicher. LOL, Frauen. Und Monetarisierung. Geld. Ich kann gar kein Wolf sein. Ich will nicht rauswählen. Ich kann kein Wolf sein. Hast du mal einen Werwolf gesehen? Der Toastbrot ist. Sympathisch. Wie lange gut vorbereitet. I love it. Ja. Aber andererseits, das Brot ist ja noch nicht gegessen. Oh, das ist ja, und irgendeine Beilage brauchst du ja. Aber das ist ja, glaube ich, schon seit mehreren Monaten drin. Ich muss ja jetzt nicht nur, weil du Werwolf bist und es nicht essen willst. Jetzt nicht. Und mitten in der Nacht, es ist seltsam. Also beim Morgenfrühstück. Nicht beim Mittags, also beim morgendlichen Frühstück. Es wird halt, es ist das komischste Camp, Sommercamp, mit dem ich war. Es fehlt schon wieder jemand. Der Wolf, er fehlt. Weiß der Wolf, wer fehlt? Ich meine nicht darum. Es war ein bisschen konfus in der Nacht. Ich hau der Person. Ist das Wort. Warte, ist das nicht Janis Mutter? Welche Überraschung. Gute Laune. Hey Leute, morgen ist das Spiel gegen die Tigers. Wir müssen die vernichten, ihr wisst, das sind unsere Ernst. Wir hassen die Tigers. Wir hassen die Tigers. Tigers. Let's go, Bird.
Birds. Yay! Go Birds! Birds! Okay, cool. Mag Vögel. Du bist ja auch der Größte. Dann wollen wir hoffen, danke dafür. Wollen wir hoffen, dass dem Quarterback heute Nacht nichts passiert. Was soll mir schon passieren? Ich bin stark. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, ja. Oh, shit! Okay. Oh. Das wird ein schwerer Wurf, Leute. Stiche. Wir spielen die Shotgun-Formation, okay? Links antäuschen, rechts gehen. Ihr blockt links und rechts und ich schnapp mir Esther, okay? Woo! Und Esther muss leider gehen. Nehme ich an, ne? Ja. Esther muss leider gehen. Sie wurde von einem Football getroffen. Keiner wusste, wer ihn geworfen hat. Schwere Kopfverletzung. Der Krankenwagen holt sie ab und so. Und leider raus aus dem Camp. Auf dem Footballfeld. Tschüss, du Tiger. Wo? Wo? Alles klar. Sag mal, muss ich euch auseinandersetzen? Ihr schwätzt schon wieder. Ja, die ganze Zeit. Die einige hier. Gut. Das Schwätzcamp. Gut, in dem Fall, ich habe es mal gemischt. Ich habe es mal selber gemischt, nachdem mir andere Leute gemischt haben und dann immer so unglücklich Liebenden und irgendwie Karten entfernte wieder hinzugefügt wurden, habe ich jetzt mal selber gemischt. So, habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich würde sagen, ach, Coach, begrüßt bitte die neuen Camp-Teilnehmer. Woo! Yeah! Coach ist wieder Sommer! Yeah! Ja, Sommer! Wir sind wieder im Camp! Camp! Wir sind wieder am See! See! Bubbleduber! Wie hieß er? Oh, Beans, ja. Beanswald. See Beanswald! 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 Es steht wieder an, am Ende des Sommers, das große Spiel gegen die Tigers! Tigers! Und dafür bereiten wir uns vor, aber ab morgen. Morgen. Ah. Morgen. Heute wird nochmal geschlafen. Ah, können wir auch übermorgen sagen, so vielleicht? Warte, wir sind noch gerne ausschlafen. Nein, hier wird gearbeitet. Wir sind hier zum Training. Ihr seid hier, um ein Team zu werden. Am Ende des Sommers werdet ihr gleichzeitig Team sagen können. Ich mag gar kein Foto. Team! Janis, Janis, du hast so ein komisches Kästchen gefunden. Willst du es noch kurz ansprechen? Kästchen? Ja, unter deinem Bett. Da waren so Karten drin. Ach so, ja, ich habe so ein Kartenspiel mitgebracht. Was? Mitgebracht? Mitgebracht? Hast du gefunden? Hä, was? Oh, mitgebracht oder gefunden? Erzähl mal. Das Tarot-Kartenspiel. Ja, habe ich gefunden unter meinem Bett. Was? Ich dachte, unter so einer Holzschnitte. Waren da Mädchen drauf? Nee, aber Spinnen und ich will, ich habe noch nie Blut. Spielen. Blut? Okay, dann das könnten meine Karten. Das könnte eine ganz coole Sache sein. Wir spielen das jetzt. Okay, ich hab's auch. Okay. Teambuilding-Maßnahme, wir spielen das jetzt. Gut. Cool. Am Abend wird noch ein bisschen gespielt. Es lernen sich Leute kennen, die seid auch aus unterschiedlichen Schulen, aus unterschiedlichen Districts. So. Ja. Spielen wir weiter der Pflicht? Ich nehme Pflicht. Alter. Okay. Alter, oh nö. Oh nö. Ich glaube, das war ein kurzer Fehler. Ich glaube, Mel darf bleiben. Cool. Wie man die Regie. Hey, ich bin wieder lassen. Da, Leute. Mel, gib es. Okay, du hast dich ja geatmet gerade. So, die bist neben Mel. Oh. Warum freue ich mich eigentlich? Das ist gemein. Aber es ist ich finde nicht das neben Mel. Neben Mel? Neben Bula, neben Mel. Es ist halt, ich finde, das macht diesen Wolf noch viel gruseliger. Das heißt, weil das so seine eigene garstig und random einfach ist, was hier passiert. Das, aber nochmal Applaus für den Wolf. Weil es ist auch schwer, das alles dadurch zu sehen. Das ist, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall noch einen Trick. Wollt ihr ihn hören? Ohne, dass du mir da sagst, dass ich Wolf bin, sonst sage ich bald ihn für mich. Ich mache Folgendes. In der Nacht schneide ich jetzt Grimassen. Und zwar sehr lustige. Damit der Seher anfängt zu lachen und die Hexe auch. Und die Werwölfe. Aber und die Werwölfe. Aber du willst herausfinden, wer die Wölfe sind und nicht, wer die Hexe ist. Also, es kommt darauf an, wann er die Grimassen sind. Das interessiert mich gar nicht, ob die Werwölfe sind. Ich hab sehr verdächtig, ehrlich gesagt. So wie ich die anderen erst
letzten zwei Runden. Darf ich was zu meiner Verteidigung sagen? Ist der nah? Ja, glaub auch. Oh, scheiße. Ja. Aber ist das smart genug? Doch, glaub schon. So, Entschuldigung. Lass, so. Diese Regeln, die ich sage, die dürft ihr nicht immer direkt unmittelbar anwenden. Es geht eher ums Allgemeine. Ihr könnt auch jetzt, das, was ich eigentlich will, dass wir alle Grimassen schneiden. Also, ey, du bist nachher oder schlechter wie auch Wolf. Weil wer immer hier auch Wolf, Seher oder Hexe ist, weiß, dass es stimmt, dass ich Grimassen schneide. Oh, stimmt's, Janis? Aber dann bin ich Janis. Das war du bist total verwundert, weil deine Mutter steht da irgendwie beim Mel is safe, im Büro von dem Camp-Chef und sagt, nee, es geht jetzt so nicht weiter. Also du hast, sie möchte, dass du nach Hause kommst. Sie hat sich das anders überlegt. Du bist für dieses Camp noch nicht geeignet und du sollst dieses Jahr noch zu Hause bleiben und deinem Vater in dem Gemischtwarenladen helfen. Aber das Problem ist auch, dass meine Mutter eine sehr, sehr wütende Person ist, ihre Waffe zieht und Esther erschießt. Nein! Nein! Richtig, wir sind ja in den USA, habe ich vergessen. Aber Mutter, die zwei hätte ich auch verdächtigt, dann glaube ich ungefähr. Der Jäger, naja, gut, das also, haben wir uns doch gedacht. Doch, vielen Dank für diesen Reveal. Sie ist ein Wolf. So? Nee, Esther ist safe kein Wolf. Nee, Esther ist auch kein Wolf. Wir können jetzt noch mal erfahren, ob Esther Wolf war oder nicht, denn offensichtlich war die erste Person, die, die Mutter von Max, die Jägerin, hatte ihre AK-23 dabei. Ah, echt? Also jetzt hörst du schon auf. Okay, gut. Gut. Die Hexe erwacht. Sie kann niemanden mehr heilen. Jemanden töten. Was? Ui, Moment. Nee, lass an. Was soll das? Komm, hör auf. Los jetzt. Jetzt mach das nicht. Ey. Wer war der nah? Darf ich das wissen? Ja, ich wollte dahin. Ganz dringend wollte ich in der ersten Runde rausfliegen. Ja, hätte man gar nicht gemerkt. Ja, no joke. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, hey, übrigens, miau, nee, was machen wir? Genau, genau, das wäre es gewesen. Sie ist eine von den Tigers. Die Hexe. Oder wie der Franzose sagt, the Ex. Eine Echse? Stark. Ich habe noch einen Trick für euch. Oh, jetzt nicht schon wieder. Ich habe einen neuen Trick für euch. Die Wölfe machen ja in der Nacht die Augen auf. Ah, da ist einer. Bevor ich abgeholt bin. Die Wölfe machen in der Nacht die Augen auf. Und deshalb, wenn man morgens die Augen öffnet, sind sie nicht so verquollen, wie bei denen, ja, die Augen die ganze Zeit zu hatten. Ja, das hatten wir schon. Okay. 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 Ich finde es gut, dass der Werwolf auch zuhört. Der spielt jetzt einfach mit. Kam das nicht von Krane mal? Irgendjemand hat... Ganz kurz, da möchte jemand was von sagen. Donny. Ja. Und dann geht auf die Hand. Ach Gott. Auch Wölfe. Das ist der Marco-Fluch. Das ist offensichtlich Marco Giesen. Das ist der Marco-Fluch. Ich mag den Wolf. Einmal einhaftet. Er hat noch Esprit.